During the year of the Cobra, a prisoner captured by unknown means was to be transported to the exiled lands. Chained and bound aboard a slave galley out of Argos, the prisoner was carried south under threatening skies. Until fate intervenes. Und damit herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Das ist ja auch schon wieder eine ewig lange Zeit her, dass wir das irgendwann mal angezeigt haben. Conan Exiles, meine Güte, das war so das erste Spiel, was auf diesem Kanal durch die Decke ging. Das war der Wahnsinn. Wir haben ein Jahr später noch immer nicht verstanden, warum Leute Conan Exiles gucken. Aber ey, das ist der Hammer. Von daher... Ich hatte Lust, ich habe mir das DLC geholt, Isle of Septaia, und das soll ja ein bisschen mehr Sachen dazu bringen. Ich habe noch ein DLC dazu geholt, das mir sehr gefallen hat. Wir hatten ja schon ein paar. Wenn es mir noch ein bisschen mehr Spaß macht, dann werde ich vielleicht auch nochmal versuchen, neue DLC zu holen. Wir werden einfach mal schauen. Aber als allererstes habe ich hier... Oh Gott. Gibt es hier neue... Ach du Scheiße, Nachkommen der barbarischen Bori-Verehrer, die vor Jahrtausenden aus dem Norden und die ursprüngliche Borianer hatten rötliches Haar, graue Augen. Allerdings hat sich ihre Gestalt deutlich durch die Vermischung anderer Völker und so weiter. Chimeria, kriegerische Nachkommen der antiken Atlanter, zu Fuß, Fußkämpfer. Übrigens, es gibt auch Reittiere mittlerweile. Es hat sich extrem viel getan in dem Spiel. Ist ein offenes Gehör, dass die Priester von Seth die wahre Macht in Händen halten. Allein der schwarze Ring. Okay, ich lese jetzt nicht alles komplett durch. Eingekeilt zwischen den Turianern im Norden und sind die Himmelianer ein Volk von Überlebenskünstlern. Sie stärken sich gegenseitig den Rücken und so weiter. Die dunkelhaarigen und schlanken Hyrkanier sind die Nachkommen der Lemurianer. In ihrer Flucht aus der Sklaverei durch die Kari nach Westen zogen. Okay. Kitana, die kennen wir. Kushit kennen wir, glaube ich, auch. Wenig bekannt in deinem Abenteuer erzählen sich sowohl Geschichten über wilde Stämme als auch über mächtigen Kulturen. Nordheimer, die kennen wir glaube ich auch schon. Pikten. Und Pikten ist natürlich richtig gut. Chemit. Nomadischen Chemiten sind berüchtigt über Geschick mit dem Bogen und ihre Doppelzüngigkeit als Händler. Darfari kennen wir. Ventianer kennen wir. Samorianer kennen wir. Diebe. Zingaraner. Ritterlichkeit. Schwertkunst bekannt. Also die ganze Welt ist... Oh... Sie gelten. Was? Das wäre so bekannt, sind gelten zingaranische Seeleute in den Häfen. Oh, das wäre doch mal was. Mal was ganz Neues. Gibt es eine neue Religion? Es ist Zat. Reinheit durch Säuberung. Riesenspinne. Dies ist keine Religion für Menschen, die unter der Spinnenphobie leiden. Zat ist ein Zamoria häufiger verehrter Gott. Dessen Haupttempel in Jesut steht. Zat ist selbst ein rätselhafter Gott, dessen Gebote von seinen Priestern. Bestimmt werden. Da die Gefolgsleute von Zat nach Reinheit streben, verzichten sie auf Alkohol, Glücksspiele und so. Sie glauben, dass der Heil Zat die Welt reinigen wird und widmen sich der Aufzucht von zahllosen Kindern. Okay. Mitra kennen wir, Seth, Jok, Ymir, der Keto, das war ja die tanzende Krom. Was waren das? Spezialisierung? Keine. Reinheit durch Säuberung, Heilung und Licht. Gift gegen Gifte, Fleischzubereitung, Kannibalismus, Eis und Kälte, Fruchtbarkeit und Tod. Ich würde sagen, wir nehmen Ymir. Und dieses Mal. Stimme! Death is coming. Death is coming. The gods are watching.
Cut me down, please. Passt. Mein Heller, weil er Ymir mag. Machen wir jetzt Sonnenhaar. Oh Gott, es gibt so viele Haare hier. Okay, das passt jetzt nicht so sehr. Das würde gehen, wenn man den Rest weiß macht. Oder sowas hier. Ausnahmsweise, weil hier können wir dann nämlich auch die Augenbrauen machen. Wir können die auch so richtig kalt machen. Es gibt auch noch andere Augenbrauen. Das sieht doch... Gefällt mir doch nicht so ganz. Wenn dann das hier, aber die Haare. Die Haare müssen eigentlich ganz runter. Sie wehen im Wind. Das würde halt sehr gut passen zu ihm. Augenschatten. So Fleischfarben machen eher. Gesichtsdetails. Kinn. Herr Kinn. Ich sehe kaum. Ah doch, hier. Okay, da geht alles Mögliche durch. Nicht so, aber die Länge. Ich werde den jetzt nicht so genau machen. So. So ist okay. Ich glaube, das ist gut. Das oder das hier? Das ist noch besser. Körpermerkmale. Statur. Keine. Definierter. Was schon. Na ja, gut, er muss ja ein bisschen Fleisch an Rippen haben. Okay, Startposition Südosten, Nordosten. Ich würde einfach das, was hier unweit der alten stygischen Kolonie von Neu-Luxor. Ich würde sagen, Sklavenfracht für Transport, Theophilner, Zingarana, Urlaub im Lande der Verbannten wegen folgender Verbrechen, Hochverrat, ungemeldete Zuhälterei. Was? Eidbruch, Fracht ist bei guter Gesundheit und versetzt Obst zu liefern, sonst opfert der Kapitän einen seiner Männer, damit er den Platz des Gefangenen einnimmt. Ja, gut, mach mal, passt schon. Diesmal werde ich nicht großartig modden. Also im Moment nicht. Es sei denn, ich merke, es braucht zu ewig lang. Also bei Ark hat es ja auch ganz gut funktioniert. Und hier. Mal gucken. Das ist ja so ein bisschen der Ersatz zum. Zu Red Dead gerade. Für den Moment. Eston Hölzer. All die Musik. Sind wir schon fast voll, oder was? Dafür brauchen wir das da. Steine, mehr Steine. Ah ja. So gebet man mir Steine. Man kann hier gefühlt alles aufsammeln. Ach so, das ist der Stufenbalken da oben, hä? Huh? Der Hayopai. Also die Erweiterung. Ich habe, ohne Mist, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Alles nehmen, klar. Danke für die Steine. Danke für die Steine. Ey, danke für die Steine. Ja gut, dann können wir jetzt anfangen. Steinhackmesser, passt schon. Ein Abhäutmesser brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. So. Jetzt können wir schon mal Sachen abbauen, das ist doch schon mal ein Anfang. Ja, also... Es haben sich beim letzten Mal extrem viele ja beschwert, so ja... Wie kannst du nur so viel modden und das wäre ja Cheating und so und
Man kann sich echt drüber ärgern. Ich sag's euch ehrlich, man kann sich drüber ärgern, wenn man möchte. Aber man kann es auch einfach sein lassen, weil... Lass uns mal ehrlich sein, als... Also wenn ich YouTube-Videos mache, will ich ja auch nicht 20 Jahre nur eine Sache craften, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder eine Sache suchen. Und das war damals mein Motiv. Heute mache ich es anders. Wir gucken mal, wie es läuft. Wie gesagt. Wenn es gut läuft, dann werde ich hier nichts verändern. Wenn es schlecht läuft, werde ich etwas verändern. Was sind das denn für Tiere? Also ich habe gehört, es gibt jetzt hier auch so ein Maelstrom. Das soll es hier geben. Alter, was ist das? Apropos, was... Ach, ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Sandalen. Sehr schön, ich kann alles herstellen. Das kann ich leider noch nicht herstellen. Oh. Hier ist so ein Stein, wenn ihr versteht, was ich meine. Oder? Ankleiden. Ja. Ah, das ist gut, dass er die Sachen selber anzieht. Oder? Ja. Warnendes Geräusch. Übrigens, bei mir ruckelt das Spiel ein bisschen. Kurzen Moment. Wehe, mich greift jetzt etwas an, dann kriege ich echt die Krise. Ich habe bei mir alles auf Ultra stehen. Ich gehe mal auf hoch. Es soll ja auch flüssig laufen. Mit runden FPS. Ja, jetzt habe ich 60. Ist mir lieber... Oh, oh. Okay. Boah, ich muss mich erst dran gewöhnen. Ach, Left Alt ist ausweichen. Alter, sind die Viecher stark. Alter, chill mal deine Basel. Boah, da ist es weg. Okay. Okay. Bisschen Wildfleisch, bisschen das. Oh, ich habe eine Lebensmittelvergiftung, weil ich... Oh, ich bin so ein Held. Ich bin so ein Held. Und wir haben doch was anderes bekommen. Ein Pelikankopf. Okay. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Okay, wir müssen aufpassen auf diese Pelikane. Ich würde gerne etwas in den Wald gehen. Okay, davon haben wir genug. Ein bisschen Rinde kann nicht schaden. Naja, Pflanzenfasern werden mit A aufgenommen. Sehr gut. Ich habe wahrscheinlich auch gefühlt alles vergessen, ne? Also, bevor ihr euch wundert. Das ist die neue Karte. Es gibt in der Mitte diesen Turm. Den darf man eigentlich gar nicht betreten, habe ich gehört. Alter, wir sind erst hier, oder was? Leck mich fett. Okay. Wir können auch Attribute wieder verteilen. Oh... Jeder dann eine Stumpfenwaffe. Ich muss gucken, dass ich... Was er griff? Maximalgesundheit. Das würde ich als allererstes skillen wollen. Und Belastung. Und so, jetzt haben wir hier auch einige Sachen, die wir bauen können. Neue Sachen. Also wir haben ja hier jetzt Turanisch. Wir haben Yamatai. Wir haben Sturmglas. Wir haben Stahlfundamente und so weiter. Nemedisch auch. Das kennen wir noch von damals. Das Schöne ist... Argosanischer. Das ist jetzt das, was ich noch dazu geholt habe. Das ist frisch neu. Irgendwas noch? Argosanisch. Gut, da gibt es halt so einige Sachen. Alter, das wird jetzt aber auch wieder so eine Sache. Wir müssen als allererstes Steinmetz lernen. Bekommen wir dann auch alles Argosanische? Nee, ne? Das bekommen wir wahrscheinlich hier. Okay, nein, wir müssen es freischalten. Okay.
Oder wir bekommen das. Ich weiß es nicht. Treppen. Steinmetz-Lehrling. Können wir doch. Haben wir doch. Ah, es braucht noch ein paar Stufen. Okay. Dann. Stufe 10. Kann ich Waffen? Steinschwert, Steinkeule, das wäre wichtig. Es gibt hier auch diese nemedische Schilde und so. Oh. Nemedisch, ach, das sind die, stimmt, ich habe mir noch dazu geholt, glaube ich, die Nemedia. Das ist richtig hübsch. Also da gibt es richtig coole Sachen. Und Tjosta, Ritter und so, ne, weil man hier auch Rittersachen hat. Also es ist schon... Beim Rüstungsmacher geht dann, hier sind unsere Sättel. Ein nemedischer Sattel beispielsweise. Poetanische Schlachtrösser und so, Yamatai, Turanisch. Also es ist schon abgefahren eigentlich. Ich kann Weber nicht lernen. Rüstungsmacher geht auch noch nicht. Ich kann meine Religion lernen. Ich werde mal ein bisschen sparen. Ich glaube, das Wichtigste ist jetzt gerade ein Schwert noch. Oh, ich kann es nicht machen. Ich brauche Zwirn. Okay. Wir müssen die Nacht unterkommen, ey. Und wir brauchen irgendwann eine Sichel. Hochlandbeeren. Sehr schön. Und Pflanzenfasern. Ich muss, glaube ich, mal was essen. Das sind Samen, Hochlandbeeren, Samen. Ah ne, die sind ja da unten, okay. Okay. Ui, Vorsicht. Muss halt echt vorsichtig sein. Okay, passt. Wie sieht's mit dem Schwert aus? Gezwirn wird hergestellt. Ich bräuchte noch einen Zwirn. Jetzt müsste ich eigentlich das Schwert machen können, ja. Oh Gott, es wird dunkel. Ich glaube, wir sollten unsere erste Basis irgendwo hier aufbauen. Okay. Irgendwo hier erstmal. Ich brauche ein Fundament und ich brauche ein Lagerfeuer. Habe ich ein Lagerfeuer schon? Ja, eine Fackel, herzlichen Glühstrumpf. Ich brauche Stein dafür. Ist ja nicht so, dass ich keins hätte hier. Ah, ich kann wahrscheinlich unter Überleben. Betten. Das ist eine Fackel. Primitiver Kochlagerfeuer, genau. Und eine Kiste. Das sind so die ersten Sachen, die wir brauchen. Übrigens, ich nehme an einem Stück auf, cutter das dann später, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich werde mit Sandstein... Was baue ich hier? Oh, hier baue ich mit Holz. Wäre natürlich auch nicht so schlecht. Weil wir hier mehr Holz als Stein finden. Ich muss hier mal ein bisschen aufräumen. Ah, Mist, ich habe das rausgeworfen, ne? Ich hält. Vor mir alles plündern, passt schon.